Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Ihr fragt und ich antworte. In diesem Format werde ich euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten und eure Fragen beantworten, die ihr in den Kommentaren gestellt habt. Das wird klasse. So, nachdem ich halt letzte Woche in Jerewan so ein bisschen Pech hatte, nachdem mein Handy geklaut wurde und ich einen Speichenbruch hatte, kann ich schon mal für nächsten Samstag ein bisschen spoilern. Und im südlichen Teil von Armenien hatte ich deutlich mehr Glück. Aber müsst ihr euch noch bis Samstag... Müsst ihr euch noch bis Samstag gedulden. Also ich möchte mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die mich unterstützt haben durch Kommentare oder durch Likes und vor allem durch anderweitige Unterstützung. Wow, das ist echt der Wahnsinn. Also das motiviert so dermaßen, diese Videos zu erstellen. Und ja, was kann ich zurückgeben? Ich kann versuchen, regelmäßiger Videos zu machen und möglichst viel Arbeit da reinzustecken. Und aus dem Grund werde ich jetzt, das ist jetzt noch nicht offiziell und fest, aber ich versuche zumindest alle 14 Tage samstags morgens um 10 Uhr ein Video hochzuladen. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen experimentell, da muss ich so ein bisschen experimentieren, wie das gut funktioniert, und ja, vielleicht ändert sich da noch mal was, aber mal schauen. Ich denke, das wird gut werden. Von allen Leuten, die mir Geld über PayPal oder Steady gespendet haben, wirklich danke dafür. Und ja, was habe ich mit dem Geld gemacht? Ich habe ein bisschen in mein Kamera-Equipment investiert. Ich musste mir ein neues USB-Kabel kaufen. Ich habe mir eine Powerbank gekauft, damit ich auch die Batterie nicht gerade im kritischen Moment ausgeht. So, dann habe ich mir ein kleines Tripod gekauft, so ein Gorillapod-Ersatz aus China. Und ich habe in einen Cloud-Speicher investiert, damit ich halt meine Daten hochladen kann und ja, immer darauf zugreifen kann. Auch wenn die Videos hier kurz sind, das Videomaterial, das ich für jedes Video aufnehme, das sind ungefähr meistens 60 bis 80 GB. Das ist halt die große Kamera, die Alpha 6000 und die GoPro, die ich hier habe. Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Weiterhin versuche ich natürlich, meine Lebenshaltungskosten so gering wie möglich zu halten. Das heißt, 90% aller Zeit schlafe ich im Zelt und gehe nur ab und zu in der Stadt mal in ein Hostel. Also in Georgien hat mich ein Hostel meistens 3 Euro die Nacht gekostet. Und boah, ist das steil. Ja, und das Essen ist auch meistens relativ günstig. Hier kriegt man gutes Obst und Gemüse in der Top-Qualität für wirklich einen schmalen Euro. Das ist echt klasse. Also, wenn Geld reinkommt, dann stecke ich das in Kamera-Equipment, damit ihr auch was davon zurück habt. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu euren Fragen. Also, Keskop aus dem Radforum fragt, wie kommt man wieder an eine deutsche Handynummer, wenn man am unterwegs die SIM-Karte geklaut wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da musste ich auch erstmal schauen, weil ich hatte da zwar schon mal grob drüber nachgedacht. Und jetzt ist das so, meine SIM-Karte ist von Alditalk. Oh, da hält ein Auto. Einen Moment, da hält gerade ein Auto. Ich muss mal gucken, ob der was von mir will. Hello! 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 How are you doing? Arages! Ah, sorry, I don't speak English, Persian. I'm going in this direction, so. Okay, leider konnte ich nicht verstehen, was der gute Mann von mir wollte. Naja, okay, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Was macht man, wenn man die SIM-Karte verloren hat? Also meine SIM-Karte ist von Alditalk, aber es ist ja eigentlich total egal, welche ihr habt. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe die gesperrt übers Internet. Deshalb schreibt euch eure Zugangsdaten auf, das ist super wichtig. Und direkt, wenn man die sperrt bei Aldi, ist das so, dass man automatisch kostenlos eine neue zugeschickt bekommt. Und schlauerweise habe ich vorher, bevor ich losgefahren bin, meine Adresse an die Adresse meiner Eltern geändert, weil ich habe natürlich keine Adresse hier. Und daraufhin ist dann die SIM-Karte zu meinen Eltern geschickt worden. Und mein Vater war dann so freundlich und wir haben dann gemeinsam, als ich dann im Hostel Skype genutzt habe, die meisten Sachen wieder aktiviert. Zum Beispiel bei WhatsApp ist das so, ihr braucht keine SIM-Karte, ihr installiert WhatsApp und dann bekommt ihr einen Code auf eure alte Handynummer zugeschickt. Und die Handynummer hat mir mein Vater dann zukommen lassen, die Handynummer. Das ist ein Code, der dann angekommen ist. Und so konnte ich dann das meiste wieder aktivieren. Was ich jetzt natürlich nicht mehr machen kann, ist Banking, da man... Das wurde ja vor kurzem geändert, da braucht man eine App für, und ja, da bin ich jetzt auf die Hilfe von Deutschland angewiesen. Das heißt, ich komme erstmal ohne SIM-Karte aus, ohne meine alte Handynummer, und ja, dafür habe ich dann halt über den Umweg, das mit einer zweiten Hilfe aus Deutschland, konnte ich dann alles wieder aktivieren. Ja, so habe ich das gemacht. Okay, danke für die Frage. So, die nächste Frage. Also, David K. hat eine ganze Reihe von Fragen gefragt.
Deshalb die erste. Gibt es Situationen, vor welchen du dich fürchtest, gerade weil du alleine reist? Ja. Fahren wir mal weiter, damit ich auch ein paar Kilometer mache heute. So, ob ich mich fürchte, wenn ich alleine fahre? Tatsächlich super wenig. Am Anfang, als ich das erste Mal wild gecampt habe, war das ziemlich mulmig. Und gerade nachts im Wald hört man viele Geräusche von Tieren, die man nicht zuordnen kann. Aber da gewöhnt man sich super schnell dran. Und nach einer Zeit weiß man genau, dass zum Beispiel ein Hirsch sehr komische Geräusche macht. Auch Igel können ziemlich laut sein. Und ja, man muss halt die normalen Vorsichtsmaßnahmen in Betracht ziehen, dass man, wenn man in Rumänien in der Bärengegend ist, dass man sein Essen nicht im Zelt aufbewahrt. Aber naja, da werden euch genug Leute darauf hinweisen. So, für Menschen habe ich relativ wenig Angst, weil bis jetzt habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Also niemand, der es mir jemand aufs Maul hauen wollte. Wo ich Angst vor habe, das nicht Angst, aber zumindest Respekt, das ist Gewitter. Also man weiß halt nie, wenn man oben auf dem Berg zählt, wie das mit dem Gewitter aussieht. Hallo! Ja, und vom Gewitter habe ich einfach tierisch Respekt, allgemein vor der Natur, wenn das halt richtig kalt ist. Aber jetzt nicht direkt Angst, weil man sieht das ja vorher, dass man halt bei starken Gewittern nicht auf dem Berg zeltet. Ja, das war die erste Frage. So, die zweite Frage. Wer oder was hat dich zu dieser Reise inspiriert? Ja, was hat mich dazu inspiriert? Ah, Moment, ich packe mal hier mal alles zusammen. Also, roll ich mal hier runter. Inspiriert, ja, ich weiß auf jeden Fall noch genau, wo ich die Idee zu meiner ersten Radreise hatte. Da war ich wandern in den Alpen, also klassisches Hüttenwandern von Hütte zu Hütte. Ich glaube, das war in den Stubaier Alpen. Und da hatte ich auf einmal irgendwie die fixe Idee, ah, du könntest mal mit dem Rad nach Portugal fahren. Das ist doch eine coole Idee. Ja, und aus dieser Idee ist dann irgendwann eine Tatsache geworden und dann bin ich mit dem Rad nach Portugal gefahren. Und also die Idee zu dieser Weltreise, die ist auf meiner letzten Tour entstanden. Da bin ich halt in die Türkei gefahren und bin von Izmir zurückgeflogen. Und im Flugzeug wusste ich schon, ah, irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Und die Idee halt einmal um die Welt zu fahren, die habe ich schon ewig lange. Ich glaube, den ersten Bericht, wie heißen die Höppner-Brüder, die mit dem Rad nach Beijing gefahren sind? Also das war der erste große Bericht, den ich gesehen habe. Und seitdem spukte die Idee schon immer in meinem Kopf rum. Ja, das war quasi meine Inspiration. Irgendwie hatte ich auf einmal aus dem Nichts diese Idee, ich könnte mal eine Europa-Radtour machen und das ist dann immer weiter gewachsen. Ja, im direkten Zusammenhang steht dann auch die nächste Frage. Ist das deine erste längere Reise mit dem Bike? Und nee, ist es nicht. Also das ist jetzt meine vierte größere Reise. Ich zähle mal solche Wochenendtouren, einmal quasi mit dem Rad zur Nordsee, die zähle ich jetzt gar nicht mit. Auf meiner ersten Reise bin ich halt, wie ich gerade schon erwähnte, bis nach Portugal gefahren. Da war ich 6 Wochen unterwegs. Danach auf meiner zweiten Reise bin ich nach Norwegen gefahren, bis nach Lillehammer. Und in Lillehammer in der Nähe ist der Hafjell Bikepark. Da bin ich dann nochmal 2 Wochen Downhill gefahren. Das war echt klasse. Und ja, auf meiner letzten, das war eine etwas längere Tour, bin ich für 6 Monate durch den Balkan gefahren. Also ich bin immer von zu Hause losgefahren aus dem Sauerland. Das ist alles andere macht für mich gar keinen Sinn. Das heißt, ich bin vor 6 Monate durch den Balkan gefahren. Erst bis nach Österreich, ein bisschen den Donauradweg nach Budapest und dann nach Kroatien rüber und von Kroatien durch Serbien und Bosnien und den Kosovo. Dann weiter nach Bulgarien und dann in die Türkei. Da habe ich halt 6 Monate für gebraucht. Ich war relativ lange unterwegs. Ja, und dann kam halt die, dass ich zurückfahren musste und bin mit dem Flugzeug von Izmir aus zurückgeflogen. Und als ich im Flugzeug saß, dann wusste ich schon, nee, also ich werde meinen Job kündigen, ich werde jetzt nochmal Geld sparen und dann werde ich diese große Reise unternehmen, Open End, so lange wie es irgendwie geht, so lange ich, wie ich günstig leben kann. Ja, das waren halt die Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und natürlich vor jeder Reise, vor jeder längeren, habe ich mal so eine kleine Mehrtagestour gemacht. Da bin ich meistens zur Nordsee gefahren, um mal nochmal mein Equipment zu testen, zu gucken, ob alles wirklich gut passt. Aber das würde ich jetzt mal nicht zählen. Noch eine Frage, auf welches Land freust du dich am meisten? So, weiter geht's. Also, ich habe definitiv auf ein Land, das ich mich riesig freue, ist Japan. Und jeder, der mich fragt, wo ich hinfahre, dem antworte ich auch immer, ich fahre nach Japan. Also, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie finde ich das faszinierend, dass sie auf einmal diese
diese moderne Tradition, also diese moderne Kultur haben mit ihren ganzen Computerspielen, und dann hört man so viel weirden Kram von Japan und dann gibt es diese traditionelle Kultur. Ja, Japan ist auf jeden Fall eines der Länder, auf die ich mich freue. Aber es gibt halt schon viele Länder, auf die ich richtig Bock habe. Georgien war das erste, von dem habe ich richtig gute Sachen gehört und das hat auch echt Bock gemacht. Also vom Iran, wo ich jetzt gerade bin, hier ist der Iran, da habe ich viele gute Sachen gehört und ich bin mal gespannt. Also ich bin jetzt erst einen Tag hier, das ist der erste Tag im Iran. Ja, auf Nepal freue ich mich besonders. Ich möchte einmal den Mount Everest vom Weiten sehen. Das ist es vor allem. Also Japan, da möchte ich unbedingt hin. Das ist mein großes Ziel, das ist die Karotte, die ich vor der Nase habe, dass ich unbedingt nach Japan fahre. Ich hoffe mal, das ist für euch nicht zu unangenehm, wenn ich mich gerade in die Berge hochquelle und so quäle und so ein bisschen außer Atem bin. Aber es ist tatsächlich anstrengend. Für heute stehen an der letzte Berg nach Tabriz im Iran, 60 Kilometer, 2100 Höhenmeter, und die wollen wir heute gerne schaffen. Das heißt, die anderen, mit denen ich gerade unterwegs bin, die sind schon weit, weit vor mir. Die sind immer ein bisschen fixer als ich. Und ja, da muss ich ein bisschen Gas geben. Aber jetzt geht es gerade bergab. Die nächste Frage finde ich besonders gut. Steht die Reise schon fest oder würdest du spontan verlängern oder umplanen? Die Antwort darauf ist ja. Also, ich habe halt den ganz groben Plan. Ich möchte nach Japan fahren. Und ich habe mir auch schon mal eine ganz grobe Route überlegt. Die blende ich jetzt hier mal ein. Aber ich plane andauernd um. Ich verändere meine Route fast täglich. Also nicht täglich, aber so einmal oder zwei, alle zwei Wochen verändere ich meine Route. Das fing schon an. Ursprünglich wollte ich nach Kiew fahren und dann nach Polen und dann relativ eine gerade Linie nach Kiew fahren. Aber da war ich in Polen und da war alles so flach und dann hatte ich halt Bock, ein bisschen mehr durchs Gebirge zu fahren, bin dann abgebogen in den Süden nach Krakau und dann durch die Karpaten. Und ja, dann hatte ich auf einmal Lust, ich wollte durch Moldawien fahren und dann bin ich halt nach Odessa gefahren anstatt nach Kiew. Und ursprünglich hatte ich vorgehabt, ich würde gerne durch Russland fahren, aber da war ich halt gerade in Odessa und dann habe ich mir überlegt, ich habe so Bock auf Georgien, ach, da fährst du lieber mit der Fähre direkt nach Georgien. Und ja, dann hatte ich in Georgien geplant, nach Aserbaidschan zu fahren und nach Baku. Aber unterwegs habe ich mir dann überlegt, oh, du hast so gute Sachen von Armenien gehört, fährst doch nach Armenien. Und das heißt, ich verändere meine Reise immer wieder. Und ich plane dann immer so Schritt für Schritt. Mein nächster Ziel ist Tabriz. Da werde ich wahrscheinlich in 2 oder 3 Tagen ankommen. Und dann plane ich halt mit der Navigation immer, dass ich da eine gute Route finde. Und ja. Also, es ist total ungewiss, wo ich herfahren werde. Ich höre da immer viel auf andere Reisende und auf Empfehlungen. Und ich ändere immer. Okay, und dann die nächste Frage. Welches Gepäckstück war noch nie in Gebrauch oder hätte zu Hause bleiben können? Jetzt ist das so, durch meine vorherigen Reisen wusste ich schon ziemlich genau, was ich halt mitnehmen möchte. Und alles, was ich ursprünglich eingeplant hatte, das konnte ich auch gut gebrauchen. Und ich habe da nicht so viel mitgenommen. Allerdings gibt es einen Teil, das hat sich leider so als Schuss in den Ofen herausgestellt. Ich habe mir, ich glaube, das war in Polen, eine Hängematte gekauft und ich dachte, es wäre eine super Idee, dass ich auch in der Hängematte übernachten kann. Was auch 2-3 Mal gut funktioniert hat, aber es hat sich dann herausgestellt, erstmal, dass es sehr kalt wird in der Hängematte, weil die von unten nicht isoliert ist. Daraufhin habe ich dann meine Isomatte in die Hängematte gelegt und bin dann die ganze Zeit nur hin und her gerutscht. Also das hat leider gar nicht funktioniert. Außerdem gibt es keinen Mückenschutz und naja, die Idee ist super und jetzt habe ich die vor 1,5 Wochen habe ich die einem anderen Reisenden geschenkt, der die gut gebrauchen konnte. Also die Hängematte hat sich leider als ziemlich ein bisschen schwachsinnig rausgestellt. So, Frecher Food Chips hat eine super spannende Frage. Wie finanzierst du deine Weltreise? Wie lange hast du eingeplant, einmal um die Welt zu radeln? Also einmal das Einfache. Ich habe erstmal geplant, für 3 Jahre unterwegs zu sein. Für diesen Zeitraum habe ich auch eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Wenn es möglich ist, möchte ich natürlich noch deutlich länger um die Welt reisen. Und jetzt die große Frage, wie finanziere ich das? Da gibt es erstmal 2 wichtige Punkte. Erstmal muss man wissen, dass mit dem Rad zu reisen ist eine der günstigsten Reisemöglichkeiten überhaupt. Ich koche mir mein Essen selber. Ich versuche zu 90% im Zelt zu übernachten. So entstehen schon mal relativ geringe Kosten. Das heißt, ich habe für eine Visa habe ich mal Kosten, wenn irgendwas kaputt geht. Und das Geld dafür, das habe ich mir angespart. Nach meiner letzten Reise, als ich von Izmir zurückgekommen bin im Flugzeug, da war mir schon klar, dass ich das unbedingt machen will.
Und daraufhin habe ich dann circa für 1,5 Jahre wirklich richtig gespart. Also ich habe meine Lebenshaltungskosten auf das absolute Minimum runtergesetzt. Und ich habe wirklich versucht, ein bisschen Überstunden zu machen und habe meine kompletten Sachen verkauft, habe mein Auto verkauft, habe meine Wohnung aufgelöst. Bin in den letzten Wochen nochmal bei meinen Eltern eingezogen, um da nochmal ein bisschen Geld zu sparen. Ja, und wer wissen möchte, wie man in so kurzer Zeit so viel Geld zusammenspart, da kann ich nur empfehlen, googelt mal so ein bisschen auf den ganzen Backpacker-Blogs, wie kann ich Geld zusammensparen. Und da habt ihr meist so 10 Tipps und dann ist das, geht nicht bei Starbucks euer Kaffee kaufen, kocht selber euer Essen, bevor ihr abends irgendwie weggeht in einen Club oder eine Bar, geht lieber und trefft euch mit Freunden. Und ja, befolgt alle diese Punkte, reduziert eure Versicherung. Ihr braucht eigentlich nur eine Krankenversicherung und eine Haftpflichtversicherung. Das ist, was ihr wirklich braucht. Und wenn ihr wirklich Geld sparen wollt, dann müsst ihr einen Schritt weitergehen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn man so eine Weltreise im Kopf hat, dann will man das wirklich machen. Und dann zum Beispiel, wenn eure Hose kaputt ist, dann kauft ihr nicht eine günstige Hose. Das heißt, entweder nehmt ihr Nadel und Faden in der Hand oder ihr habt eine kaputte Hose. Weil das ist dann ja auch egal, ihr fahrt demnächst auf die Weltreise. Und kann man das so ein bisschen auf das Extreme bringen und so Kleinigkeiten, also wirklich das Auto abschaffen ist eines der ersten Punkte, den ihr machen müsst. Ein Auto kostet unglaublich viel Geld und wenn ihr mit dem Rad um die Welt fahren wollt, dann ja, da macht es halt Sinn, alles mit dem Rad zu erledigen. Das heißt, ich bin jeden Morgen eine Stunde durch Sauerland über die Gebirge oder Gebirge, über die Hügel zur Arbeit gefahren, bei Wind und Wetter, auch bei minus 15 Grad im Winter und auch im Herbst bei Regen. Besonders Schneeregen bei minus 0 Grad ist super unangenehm. Aber hey, da muss man durch. Ist auch super, um das Rad zu testen. Ja, also wenn ihr es wirklich wollt, dann übertrieb die Frage nicht. Also Kosten minimieren. Und möglichst viel sparen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, Überstunden zu machen, dann sucht euch einen Zweitjob zum Beispiel. Ich weiß nicht, tragt morgens vor der Arbeitszeitung aus, arbeitet am Wochenende in der Tankstelle oder in irgendeiner Bar oder sowas. Also das ergibt sich dann von selbst. Also ich habe es finanziert, hauptsächlich die Sparen. Ich habe leider keine großen Spender oder irgendwie ähnliches.